Die Season 1 in Skull and Bones ist im vollen Gange, aber es sind noch nicht alle Inhalte der Season verfügbar. Wie wir ja bereits wissen, ist die Season in 3 Wellen unterteilt und in jeder Welle werden neue Inhalte verfügbar gemacht. Ubisoft hat nun eine detaillierte Roadmap rausgehauen, aus der wir entnehmen können, wann wir mit welchen Inhalten rechnen können. Und diese Mini-Roadmap ist tatsächlich ziemlich interessant, denn sie weist auf etwas hin, was zurzeit noch ein bisschen in der Kritik steht, nämlich La Peste selbst. Und damit meine ich gar nicht mal den eigentlichen Kampf gegen La Peste, denn der ist relativ spektakulär. Allerdings ist es mehr die Tatsache, dass wir direkt zum Anfang der Season den Oberboss der Season sozusagen relativ einfach besiegen können. Und wenn man dann nämlich überlegt, dass wir ja auch noch einen Schmugglerpass haben, in dem wir uns eigentlich spezielle Ausrüstung erspielen sollten, um eben gegen La Peste bestehen zu können, dann ist das so ein bisschen der Punkt, der von vielen momentan kritisiert wird. Denn man kann La Peste, wenn man genug Spieler dabei hat, eigentlich auch ohne diese Ausrüstung besiegen. Aber so viel kann ich schon mal spoilern. In der Roadmap gibt es den entscheidenden Hinweis, dass es noch einen richtigen finalen Kampf gegen La Peste geben wird. Aber schauen wir doch erstmal Step für Step in diese Roadmap rein. Hier haben wir direkt den ersten Part der Roadmap, also eigentlich die Welle, in der wir uns momentan befinden. Dort können wir sehen, dass die Tides of Terror, also der La Peste World Event, zurzeit an der Küste von Afrika stattfindet, und zwar bis zum 12. März und dann vom 12. März bis zum 26. März auf den Roten Inseln. Damit ist der ganz normale La Peste Bossfight, wenn ihr so wollt, gemeint, der ja ein Weltevent ist, der wird halt immer in verschiedenen Regionen abgehalten, also relativ unspektakulär. Dann haben wir zurzeit natürlich noch die Händler-Konvois, auch als World-Event in unterschiedlichen Ausführungen. Zudem haben wir vom 5. bis zum 12. März einmal das Upwelling-World-Event und dieses kommt dann auch nochmal vom 19. bis 26. März wieder. Und nun das Interessanteste aus dieser ersten Welle. Am 5. März, und zwar bis zum 26. März, wird Jaws of Retribution stattfinden und das ist das neue Seemonster, das wir bekommen werden. Wie man hier sehen kann, sind also sogar nochmal die einzelnen Wellen in verschiedenen Schritten unterteilt. Das ist ja nun die komplette erste Welle sozusagen, aber selbst die ist nochmal mit kleinen Sachen gespickt, die an unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. So soll die Season eben über die komplette Dauer interessant gehalten werden. Was für mich natürlich das Highlight ist, dass wir schon in wenigen Tagen das neue Seemonster bekommen werden. Da freue ich mich schon mal richtig drauf. Gehen wir nun auf die zweite Seite der Roadmap und da wird es nochmal richtig interessant. Unterteilt sind hier die Wellen 2 und 3 natürlich auch nach Monaten, April und Mai. Und dort sehen wir dann zuerst auch einmal wieder, wann der normale La Peste World Event wo stattfindet. Das könnt ihr oben sehen. Wie gesagt, das ist der ganz normale Bossfight, der sich einfach nur örtlich immer ein bisschen ändert. Aber dann kommt schon das, was wirklich interessant ist, nämlich auf Englisch The Blighted Bastion, La Peste's Final Event. Und der findet statt vom 16. April bis zum 28. Mai. Das heißt, mit dem World Event Bossfight sind wir also noch gar nicht wirklich mit La Peste durch. Es wird nochmal einen finalen Event geben, in dem wir die verfallene Bastion La Peste's besiegen, einnehmen oder was auch immer müssen. Ich schätze mal, das wird so ein Festungsevent werden, wo wir nochmal eine hoffentlich besonders schwere Herausforderung präsentiert bekommen, für die wir dann auch wirklich die Ausrüstungsteile aus dem Schmugglerpass brauchen, um sie bestehen zu können. Und das wäre für mich dann tatsächlich auch ziemlich in Ordnung, weil dann hätten wir einmal den stinknormalen Bossfight World Event mit La Peste, an dem wirklich letzten Endes alle teilnehmen können, auch ohne Ausrüstung. Aber ich persönlich fände es schon ziemlich nice, wenn dann eben dieser finale Event tatsächlich eigentlich nur mit den Ausrüstungsgegenständen aus dem Schmugglerpass machbar ist, damit dieser eben auch einen tieferen Sinn hat. Und gerne darf das Ganze dann natürlich auch ein Riesenspektakel sein. Außerdem bekommen wir in der zweiten Welle dann auch wieder verschiedene Händlerkonvois, die wir überfallen können. Und jetzt wird's interessant, denn wir bekommen einmal vom 2. bis zum 9. April und vom 16. bis zum 23. April das Misercha, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, World Event. Dazu kommen wir gleich.
Wir bekommen nämlich auch nochmal vom 26. bis zum 16. April Anguish from the Abyss. Das ist wiederum eine Bounty. So, nun ist natürlich die Frage, was ist die Misercha? Ich gehe davon aus, dass das auch wieder so ein großes, schweres Schiff sein wird wie die Upwelling. Kommen wir gleich in der dritten Welle auch nochmal zu. Also von daher, da haben wir dann zweimal dieses World Event. Anguish from the Abyss wird dann mit ziemlicher Sicherheit das neue Geisterschiff sein, da es eine Bounty ist und bisher eben Geisterschiff und Seemonster immer als Bounty vonstatten gegangen sind. Von daher wird Anguish from the Abyss dann eben das neue Geisterschiff sein. Das ist dieses rötliche, das wir schon aus den Trailern kennen. Die Misercha, da müssen wir uns mal überraschen lassen, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches World-Event werden wird wie die Upwelling. Gehen wir nun in die dritte Welle, die startet im Mai. Da haben wir auch wieder Tides of Terror, also den La Peste Boss Fight, dieses Mal in der offenen See. Das Final Event zu La Peste läuft dann natürlich auch immer noch. Außerdem bekommen wir auch wieder Händler-Konvois, diesmal profitable Händler-Konvois. Und bei den interessanteren Sachen, sag ich mal, haben wir, und da wird es mit der Misercha vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer, haben wir einmal vom 30. April bis zum 7. Mai die Upwelling und vom 14. Mai bis zum 28. Mai kommt dann die Misercha auch wieder als World Event zurück. Da die beiden hier in eine Karte, sag ich mal, gepackt wurden, gehe ich eben davon aus, dass die Misercha sowas ähnliches sein wird wie die Upwelling. Zu guter Letzt bekommen wir dann nochmal vom 21. Mai bis zum 28. Mai die Chance, zum einen uns das Geisterschiff zu holen und zum anderen die Chance, uns das neue Seemonster zu holen, beides Bounties. Ich persönlich finde, dass man die Season in so kleine Häppchen aufgeteilt hat, eigentlich ganz sinnvoll. Weil so bleibt die komplette Strecke der Season irgendwie interessant. Man bekommt immer mal wieder neue Inhalte, beziehungsweise Inhalte gehen rein und gehen mal wieder raus, sodass man auch die Chance hat, sie vielleicht nachzuholen. Und dadurch bleibt die Season dann eben interessant. Und gerade auch für Vielspieler, sag ich mal, die sonst komplett den ganzen Content innerhalb von 24 Stunden weggenascht hätten, auch die bekommen dann immer mal wieder kleine Häppchen, die sie spielen können. Für mich sind ganz klar das neue Geisterschiff und vor allem das neue Seemonster irgendwie die kleinen Highlights dieser Season. Und ich hoffe wirklich, dass das neue Seemonster größer, böser und vor allen Dingen stärker ist als das alte. Das alte Seemonster war einfach ab einem bestimmten Punkt viel zu einfach und war überhaupt nicht mehr bedrohlich gewesen. Ich hoffe, dass sie mit dem neuen Seemonster wirklich da nochmal ordentlich reinhauen und das wirklich schwer, bedrohlich und furchteinflößend machen. Das wäre mein großer Wunsch für diese Season. Was ist eure Meinung zu dieser Aufteilung und vor allen Dingen, worauf freut ihr euch am meisten in dieser ersten Season? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Skull and Bones versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.